Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live. Ja, willkommen bei Fellner Live an diesem Dienstagabend. Und als erster Gast uns zugeschalten ist der, muss man fast schon sagen, künftige Vizebürgermeister von Wien und wahrscheinlich auch Bildungsstadtrat, Christoph Wiederkehr. Herr Wiederkehr, wann hat der Bürgermeister Sie denn informiert, dass er diese rot-pinke bzw. rosa-rote Koalition plant und jetzt verhandeln will? Ich habe auch sehr kurzfristig davon erfahren. Es gab kurz vor der Pressekonferenz des Bürgermeisters einen Anruf von ihm, den er auch mir angekündigt hatte und mir dann mitgeteilt hat, dass sich die Gremien dafür ausgesprochen haben, mit uns zu verhandeln. Ich habe diese Informationen sehr freudig auch aufgenommen, weil wir natürlich auch bereit sind, mitzuregieren und Wien mitzugestalten und hier jetzt in den nächsten Wochen und Tagen auch intensive Koalitionsverhandlungen zu führen sein werden, wo wir auch ausloten, inwieweit eine Reformkoalition für Wien auch möglich ist. Letzte Woche schon Sondierungsgespräche. Wie sind denn die aus Ihrer Sicht gelaufen und wie war da auch die Stimmung zwischen NEOS und SPÖ? Die Sondierungsgespräche waren sehr freundschaftlich und konstruktiv. Wir haben in unterschiedlichen Politikbereichen, Bildung, Gesundheit, Transparenz, Wirtschaft geschaut, wo es gemeinsame Schnittmengen gibt und haben gesehen, dass wir in vielen Bereichen auch ähnliche Vorstellungen haben, wohin die Reise gehen muss, nämlich auch mit Reformen, dass wir nicht nur die Corona-Krise jetzt aktuell gut meistern, sondern auch darüber hinausdenken, nämlich wie können wir auch die Bildung in Wien verbessern, sodass jedes Kind auch wirklich gute Chancen hat und die Talente im Mittelpunkt stehen. Das waren Themen in Sondierungen, die wir auch ausgelotet haben. Gespräche waren sehr gut, konstruktiv, aber auch schon im Wahlkampf gab es eine gute Ebene, in dem wir es zum Beispiel auch geschafft haben, zum ersten Mal ein Fairness-Abkommen zu initiieren, das für die Wiener Parteien in diesem Wahlkampf gegolten hat. Hier gab es dementsprechend schon im Wahlkampf auch gemeinsame Vereinbarungen. Jetzt muss man sagen, man hat das Gefühl, und Sie haben das eh auch gerade gesagt, da gibt es ein relativ gutes Verhältnis zwischen Ihnen und dem Wiener Bürgermeister. Man dürfte sich ganz gut verstehen. Ist das so? Gibt es da vielleicht schon so ein bisschen auch was wie ein Vertrauensverhältnis nach diesen Wahlkampfwochen und jetzt auch diesem ersten Sondierungsgespräch? Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht im Wahlkampf. Ich habe den Bürgermeister öfters gesehen als meine Partnerin. Ich freue mich, dass es in den letzten Tagen doch anders war. Aber natürlich über den Wahlkampf hat man die Möglichkeit gehabt, Gespräche zu führen. Ich habe den Bürgermeister als Menschen kennengelernt, der Handschlagqualität hat, der auch verlässlich ist, der auch im Wahlkampf mit uns das Fairness-Abkommen schon ausverhandelt hat. Hier gibt es eine gute Gesprächsebene. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, eine professionelle Ebene, um auch zu verhandeln. Weil darum geht es jetzt in den nächsten Wochen konstruktiv und schnell, aber trotzdem sehr, sehr gründlich auch zu verhandeln. Ah, was sind denn die Themen, die Ihnen da jetzt besonders wichtig sind in den Koalitionsverhandlungen? Worauf werden Sie den Schwerpunkt legen? Unmittelbar geht es auf jeden Fall darum, wie wir die Corona-Krise auch in Wien gut meistern. Wir haben eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit. Wiener Betriebe sind massiv betroffen von der Krise. Auch das Gesundheitssystem. Hier braucht es kluge Antworten auch zur Stärkung des Arbeitsmarktes, zur Stärkung der Wiener Wirtschaft. Und über die Krise hinausgehend müssen wir an einer Reformkoalition arbeiten, damit vor allem in Zukunftsbereichen wie der Bildung oder des Klimaschutzes auch viel unternommen wird, um auch in einer Reformkoalition zu zeigen, dass wir die Zukunftsthemen angehen. Im Bereich der Bildung geht es darum, dass auch jedes Kind gut lesen und schreiben können soll nach der Schule und dass jedes Kind auch es verdient hat, gut gefördert zu werden, weil mir geht es darum, dass die Talente in den Mittelpunkt auch gestellt werden. Jetzt sind das natürlich immer diese eh schon bekannten Ansagen zum Thema Bildung von den NEOS, aber was konkret wollen Sie denn im Bildungsbereich und was soll sich unter einer rot-pinken oder rosa-roten Stadtregierung denn gerade im Bildungsbereich ändern gegenüber einer rot-grünen Regierung, die wir bisher hatten? Bildung muss man von Anfang an denken, nämlich vom Kindergarten an.
weil in dieser Frühförderung eine große Chance auch liegt. Das heißt, es braucht auch eine gute Sprachförderung im Kindergarten. Es braucht einen größeren Stellenwert auch vom Kindergarten und von den Pädagoginnen und Pädagogen dort, die vor allem jetzt in dieser Krise Unglaubliches leisten. Und was mir auch wichtig ist, ist eine bessere Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, weil jetzt in der Corona-Krise und auch schon davor war die Belastung enorm. Und Lehrerinnen und Lehrer berichten mir häufig, dass sie sich gar nicht mehr aufs Unterrichten fokussieren können, weil so viele andere Aufgaben auch da sind. Hier braucht es auf jeden Fall auch eine noch bessere Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen, damit hier auch die Wiener Schulen entlastet und damit die Wiener Kinder noch besser unterrichtet werden und damit die Talente auch entfaltet werden können. Herr Wiederkehr, ich kann mich erinnern, wir haben im Wahlkampf gegen Ende ein Interview geführt und da haben wir schon über diese mögliche rosa-rote Koalition gesprochen und da haben Sie gesagt, Ihr Wunsch wäre das Bildungsressort. Bleibt es dabei? Ist das vielleicht sogar eine Koalitionsbedingung für Sie? Die Bedingung ist auf jeden Fall, dass sich im Bereich der Bildung etwas tut und dass wir einen großen Wurf auch schaffen, Wien im Bereich der Bildung zukunftsfit zu machen. Das wird mein Einsatz jetzt sein in den nächsten Wochen in den Koalitionsverhandlungen. Die Frage der Ressortaufteilung, die steht dann wirklich zum Schluss. Wenn man es geschafft hat, eine Zukunftskoalition zu schmieden, macht man sich auf, wer welche Aufgabe auch übernehmen wird. Aber Sie würden sich das Bildungsressort wünschen, wenn es ein Wunschkonzert wäre? Ich wünsche mir vor allem eine bessere Bildung dahingehend, dass die Schulen und Kindergärten auch noch gestärkt werden und noch mehr unterstützt werden. Das ist das, was ich jetzt in die Koalitionsverhandlungen einbringen werde. Die Frage der Positionen werden wir dann am Schluss auch klären und die möchte ich davor natürlich mit dem Bürgermeister Ludwig auch besprechen, bevor ich es ihm auch hier über dieses Interview ausrichte. Sie eigentlich auch einen Vizebürgermeisterposten für die NEOS haben? Ich gehe davon aus, dass in einer Koalition der Koalitionspartner auch Vizebürgermeister ich ist. Das ist gelebter Usus und ist auch sicher eine wichtige Herangehensweise für eine mögliche Reformkoalition. Auch das werden wir natürlich in Koalitionsverhandlungen besprechen. Wo wird es denn Ihrer Meinung nach schwierig werden oder wo könnte es schwierig werden? Was sind denn so mögliche Knackpunkte, wo sich die zwei Parteien vielleicht nicht ganz so nahe sind? Wir haben in den Sondierungen gesehen, dass es in vielen Bereichen auch ein gemeinsames Verständnis gibt und auch von beiden Seiten eine Kompromissbereitschaft da ist, auch ein gemeinsames Koalitionsprogramm dann möglicherweise zu entwickeln. Natürlich im Bereich der Transparenz, den wir aus der Opposition die letzten 5 Jahre auch intensiv thematisiert haben, da wird es auch Bewegung geben müssen, da braucht es auch Erfolge. Im Bereich der Transparenz und der Kontrolle muss sich natürlich auch etwas tun. Der Bürgermeister hat heute von einer Fortschrittskoalition gesprochen, die er da eingehen will. Ist das der Beginn einer neuen Ära auch für die NEOS? Für uns ist es heute auf jeden Fall ein historischer Tag, weil auch heute vor 8 Jahren NEOS gegründet wurde, auch mit der Perspektive, Österreich zu erneuern und mitzugestalten und natürlich auch in Wien mitzuregieren und Wien zu verbessern. Es wäre möglicherweise die erste sozialliberale Koalition in Österreich, deshalb natürlich historisch. Davor geht es darum, konstruktiv und gut zu verhandeln. Und abschließende Frage noch, Herr Wiederkehr, was heißt denn das jetzt eigentlich für den Bund? Eröffnet das dort jetzt auch ganz neue Perspektiven für mögliche Bundeskoalitionen? So würde ich es noch nicht sehen. Es ist eine Wiener Frage, die jetzt auch geklärt werden muss. Die Sozialdemokratie hat sich entschieden, mit uns neue Wege gehen zu wollen. Ich finde es einen guten Entschluss und wir sind bereit, auch mitzugestalten, mitzuregieren. Jetzt geht es darum, wirklich in Koalitionsverhandlungen auch zu schauen, wo es gemeinsame Schnittmengen auch gibt. Ja, vielen Dank, Christoph Wiederkehr. Heute wahrscheinlich das letzte Mal hier im Interview als NEOS-Clubobmann. Das nächste Mal dann wahrscheinlich schon werden wir ihn als Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat ankündigen. Alles Gute, Herr Wiederkehr. Werden wir es? Vielen Dank. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück und dann geht es gleich weiter hier bei uns mit Fellner Live.